Das heutige Video entsteht mit freundlicher Unterstützung von Brownells Deutschland. Im Brownells Online-Shop findet ihr eine große Anzahl von Artikeln, von der fertigen Waffe bis hin zu dem kleinsten Schräubchen an Ersatzteil, Wiederladezubehör, Optiken, Ausrüstung, all das, was das Jägers- und Schützenherz begehrt. Und mit dem unten im ersten Kommentar angepinnten Rabattcode erhaltet ihr derzeit 10% Rabatt auf die meisten Artikel im Brownells Deutschland Online-Shop. Link findet ihr in der Videobeschreibung und nun geht's los mit diesem Video. Moin und Wattmanns Heil, herzlich willkommen zu diesem Video. Auch hier habe ich wieder überlegt, ist es was für Waldfein Hunting oder was für Waldfein Shooting, denn es geht um Tripods. Ich habe aber damals mit Tripods oder Dreibeinen und Gewehrauflagen angefangen mit den Do-it-yourself-Projekten hier auf Waldfein Hunting. Und gerade dieses Dreibein, finde ich, ist sehr universell und auch sicher für den Jäger interessant. Deswegen ist es hier auf Waldfein Hunting gelandet. Sicher kann man sowas auch natürlich im Skisport, PRS oder ähnliches benutzen. Hier bei diesem Dreibein, was ich jetzt vorstellen werde, sehe ich tatsächlich aber den universellen Nutzen und vielleicht sogar ein bisschen mehr Ausschlag in Richtung Jagd. Es geht um das Shooting Tripod von German Tactical Systems, was mir freundlicherweise von Brownells inklusive Zubehör zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, zur Handhabung von Dreibein muss ich, glaube ich, nicht mehr viel erzählen. Da habe ich schon ein paar Videos dazu gemacht, sowohl bei Hunting als auch auf meinem Shooting-Kanal. Und insofern wollte ich jetzt mit euch einfach mal das Produkt entdecken. Ich bin hier draußen im Revier bei einem Freund, habe jetzt gerade ein bisschen Zeit zwischen Rehwildansitz am Morgen, Mittagessen und dann heute Abend der Sauenpirsch. Und da dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit und packe mit euch einmal alles aus und mache eine Qualitätsbewertung. Das Dreibein ist natürlich der universelle Kernpunkt bei der ganzen Thematik. Und ihr seht, es ist noch original verpackt. Also einmal hier das Siegel aufmachen und schauen, was alles dabei ist. Ich habe es schon mal auf einem Event gesehen. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich würde es tatsächlich mir gerne mal im Detail angucken und wenn es mir gefällt, vorstellen. Aufkleber, den kriegt ihr nicht zurück. Der bleibt bei mir. Ihr wisst ja, Aufkleber, schon mal wichtigstes sogar Accessoire. Werkzeug, das Dreibein und sonst ist hier nichts weiter im Karton. Zack, das Auto müllt sich auch langsam zu. Aber so ist das auf Jagd- und Content-Produktionsreise. Okay, Dreibein. Gewicht, völlig im Rahmen. Ich blende euch die Daten wieder ein. Ich habe ja immer keine Lust, jetzt irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten runterzubeten. Blende ich ein, beziehungsweise verlinke das Ganze natürlich. Aber das erste Gefühl von der Haptik, sehr gut. Der Mechanismus hier oben, C, so wie er sein muss, aber mit einer Hand zu öffnen. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwie noch gegendrücken oder ähnliches, sondern ich kann das hier einfach öffnen. Habe hier die Arretierung für die verschiedenen Winkel. Einfach öffnen. Ich kann sie natürlich auch so aufziehen. Ich habe aber für mich herausgefunden, es ist einfacher, von hier innen mit dem Daumen immer die Sperrmechanismen rauszudrücken. Und dann haben wir hier verschiedene Arretierung. Ah, so. Also ganz flach für diejenigen, die es wollen, aber natürlich auch die Möglichkeit. Das ist ja immer so vor der Kamera manchmal dann doch nicht so einfach. Ich habe hier dann noch diese Zwischenstufe, also für einen flachen Winkel, oder kann es natürlich komplett aufstellen. Was mir sehr gut gefällt, ist, die Haken arretieren automatisch in der jeweiligen Stufe. Okay. Standbeinarretierung. Steht sogar noch mal drauf, wofür der Knopf ist. Ansonsten Drehverschluss, finde ich die einzige wirkliche brauchbare Variante bei der Höhenverstellung. Diese Schnapper, damit habe ich ja angefangen, da bleibt man dann irgendwo mal hängen und dann löst sich das oder ähnliches. Also Drehverschluss, ich gucke gerade hier meine anderen Stative durch, die haben alle Drehverschluss mittlerweile. Habe ich den Schnapper oder den Spanner sozusagen komplett aussortiert. Gefällt mir sehr gut. Das Carbon macht einen hochwertigen Eindruck, also keine irgendwie rauen Spots oder ähnliches, durchgehend, gleichmäßig, smooth. Und auch die Verarbeitung hier oben, würde ich sagen, perfekt gemacht. Also für die Preisklasse sehr, sehr hochwertig. Was mir als nächstes auffällt,
Und dann genau das würde ich auch jedem empfehlen. Kauft euch nur ein Shooting Tripod, was eine Kombiaufnahme hier oben hat. Das heißt, sowohl Arca, also die breite Schiene, als auch Picatinny. Alles andere wird euch nur nerven, wenn ihr dann mit Adaptern arbeiten müsst. Und ich habe zum Beispiel bei meinen Matchwaffen Arca, bei meinen Jagdwaffen überwiegend Picatinny. Und so bin ich maximal flexibel. Wenn die Waffe gar keine Aufnahme hat, da komme ich gleich, denn im Zubehör ist noch ein bisschen was anderes enthalten. Aber das Dreibein selber, würde ich sagen, schon mal Daumen hoch. Insbesondere in dieser Preisklasse hervorragende Qualität. Kugelkopf kommen wir noch kurz zu. Ich baue das Dreibein einfach mal kurz hier vor mir auf. Dann haben wir es ein bisschen leichter. Kugelkopf mit Spannhebel. Für mich eine wunderbare Option. Ich habe mir tatsächlich angewöhnt, beim Schießen mit der Waffe hier mit dem Daumen zu arbeiten. Ich zeige euch auch gleich noch mal ein bisschen B-Roll mit der Waffenhandhabung. Das heißt, ich kann hier, ich habe sowieso eine Hand zur Stabilisierung am Dreibein. So habe ich mir das angewöhnt. Und dann kann ich hier mit dem Daumen einfach den Spannhebel bedienen, mit dem ich eben die Arretierung löse, kann nachschwenken, nachziehen, meine Waffe ausrichten und kann dann ohne umzugreifen den Spannhebel schließen und habe die Waffe und den Stativkopf arretiert. Genauso muss es sein. Sehr gut. Und hier natürlich oben auch nochmal Schnellspannhebel mit eben Einstellrad für die Aufnahme. Denn Arca ist ja in dem Sinne nicht so standardisiert. Das heißt, es gibt ein paar Schienen, die sind schmaler, ein bisschen breiter. Picatinny in der Regel, also wenn es echte Picatinny-Schienen sind, sind die standardisiert. Aber auch da gibt es natürlich Aftermarket-Komponenten, die manchmal ein bisschen breiter sind. Also Arretierung mit Schnellspannhebel oder Weiteneinstellung mit Schnellspannhebel macht auf jeden Fall Sinn. Kommen wir zum Zubehör. Spikes. Optional erhältlich für diejenigen, die es wollen. Und die werden hier unten einfach eingeschraubt. Das heißt, ich nehme die Gummifüße einfach raus. Schmeiß mal das Stativ hier mal so ein bisschen unlieb auf den Boden. Aber wir sind draußen im Felde. Das muss das Ganze abkönnen. Hier in dem Set sind dann, na komm schon, drei Spikes. Ich nehme jetzt mal exemplarisch nur einen raus. Drei Spikes und O-Ringe enthalten. Die O-Ringe kommen hier oben einmal drüber. Die helfen dann sozusagen, Widerstand zu erzeugen, damit sich die Spikes nicht lösen. Reindrehen. Und ihr seht, die haben hier schon so ein kleines Loch. Das heißt, ich kann dann jetzt mit dem Imbus durchgehen und das Ganze nochmal richtig festziehen. Meine Verwendung für Spikes, ich nehme den einfach mal wieder runter, während ich rede, ist tatsächlich felsiger Untergrund. Witzigerweise hat sich bei dem einen oder anderen eingebürgert, man bräuchte das bei matschigem Untergrund. Finde ich gar nicht. Wenn der Untergrund weich ist, dann reichen mir hier diese runden Füße. Ich finde sie sogar besser, weil sie sinken dann nicht so tief ein, wenn der Untergrund weich ist. Die Spikes krallen sich aber sehr gut dann in Fels oder auch mal in feuchtes Holz, wenn man von einem Holzdeck aus schießt oder ähnliches. Das ist bei mir dann der Part, wo die Spikes zum Einsatz kommen. Also mal aufpassen, dass ich hier den Rest nicht verliere. Aber da muss jeder für sich selber rausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Definitiv mein Fokus bei Spikes ist Handhabung auf harten Untergründen oder eben ja, Holz oder ähnliches. Normales trockenes Holz, da rutscht sowas auch nicht weg. Aber wenn das Holz ein bisschen feucht und glitschig ist, dann Spikes, meine Empfehlung. Das nächste Zubehör, was wir uns angucken, ist die QD-Sling-Aufnahme. QD-Sling, ich habe alle meine Waffen umgestellt. Das heißt, ich habe sowohl an meinen Matchwaffen als auch an meinen Jagdwaffen diese QD-Sling-Swivel. So kann ich Gurte zwischen allen Systemen ohne Probleme austauschen. Sehr, sehr praktisch. Und hier ist auch alles dabei, was man braucht zum Montieren. Einmal eine Schelle, die kommt unten um das Dreibein herum. Und einmal eine QD-Mount in Form, ich sage jetzt mal so eine Art Schraube, die wird hier oben eingesetzt. Und dann habe ich ja einfach ein QD-System an meinem Dreibein, bin absolut flexibel, kann sozusagen den Gewehrriemen dann auch nutzen, um das Dreibein zu tragen, habe meinen Backup-Riemen, den ich vielleicht auf einem Trip oder Wettkampf dabei habe, gleich entsprechend versorgt und genutzt. So, das kommt hier oben rein. Und das ist hier wirklich, wenn ihr euch das so anguckt, da sieht man die Schrauben, das ist hier wirklich wie so eine Zielfernrohrmontage. Das heißt einfach Schräubchen raus. Jetzt nur aufpassen, dass wir die hier nicht verlieren im hohen Gras.
Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ich da zu Kreuze kriechen müsste. Ich kenne mich ja. Aber Field Repair. So, mal gucken, dass ich euch das hier noch schön einblende. So, das einfach hier rum. Das ist jetzt passend für den Durchmesser dieses Dreibeins. Das heißt, ich kann hier auch am Carbon nichts kaputt machen, sondern der Anpressdruck der Schrauben, der Montage ist in dem Sinne hier schon auf das Dreibein gemünzt. Und ich kann, oh, Schlüssel verloren, da ist er wieder. Und ich kann einwandfrei damit arbeiten. So, einmal geangelt aus meinem Futteral. Mein Gewehrgurt, zack, hier oben arretierter. Da unten arretierter. Und jetzt habe ich einen wunderbaren Trageriemen, den ich multifunktionell für meine Ausrüstung verwenden kann. Sehr gut mitgedacht. Okay, was haben wir noch dabei? Karabiner, nicht zu verachten tatsächlich. Ich finde das aber auch ganz gut, dass das alles optional dabei ist. So kann ich das Dreibein mir so ausstatten, wie ich das brauche und zahle in dem Sinne nicht für Equipment, was ich nicht nutze, sondern hole mir das Equipment, was ich haben möchte, dann einfach dazu. Die kleine Öse hier wird hier unten eingeschraubt. Und gerade wenn ihr das Stativ zum Spotten benutzt, werdet ihr merken, wie wichtig das ist, wenn man hier unten noch die Option hat, Gewicht anzuhängen. Und sei es der Jagdrucksack. Weil wenn ein bisschen Wind ist, dann kann das schon ganz schön nerven, wenn man dann hier unten einfach Gewicht draufbringt, dadurch Stabilität im Dreibein erzeugt. Finde ich, ist das wirklich ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen. Macht halt nicht in jeder Anwendung Sinn. Beim Schießen würde ich da nichts ranhängen. Aber unter Umständen kann auch das, was hier unten ranhängt, dann, wenn ich damit hantiere, in Schwingung geraten und bringt dann Instabilität, aber ein großes Gewicht, wenn ich das einfach nur zum Spotten benutze oder als Kamerastativ bei Wind, macht auf jeden Fall Sinn. Gut, aber last but not least, die Gewehraufnahme. Bestens verpackt. Hat sogar NATO-Code. Das finde ich ja sehr gut. Wieder ein Aufkleber. Zack, in die Jagdkiste. Und dann haben wir hier ein Stativkopf mit AK-Schiene, aber eben auch die Möglichkeit, hier optional selber noch Platten anzubauen. Wobei AK macht in dem Fall tatsächlich am meisten Sinn, muss man einfach so sagen, wie es ist. So, gucken wir mal hier noch ein bisschen das kleine Einstellschräubchen nachjustieren. Und so sitzt das Ganze bombenfest. Gute gummierte Aufnahme, sehr weite Auslage, sprich auch so einen großen, breiten Foundation Stock oder ähnliches würde ich hier reinkriegen. Chassis kriege ich hier rein, aber ich komme halt auch dicht genug zusammen. Da grummelt der Weimaraner im Hintergrund, der ist natürlich wieder mit. Ich komme hier aber auch dicht zusammen, um sozusagen so einen ganz klassischen, schlanken Jagdschaft einzusetzen. Ja, ich finde, das ist wirklich ein sehr interessantes Setup, insbesondere eben auch unter jagdlicher Verwendung oder gelegentlich im Schießsport. Stabil genug ist es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn euch das interessiert, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich habe es ja auch schon in anderen Videos gesagt, es macht unter jagdlichen Gesichtspunkten manchmal durchaus Sinn, sich so einzurichten. Ich habe das früher viel gemacht, an der Maiskante mir so ein Blind aufgebaut, die Waffe einfach draufgesetzt, mich dahinter in so einem kleinen Klapphocker positioniert und dann abends gewartet. Überall da, wo man nicht pirschen kann, wo man einen mobilen Stand aufbauen möchte, finde ich, ist ein Dreibein ein fast unverzichtbares Hilfsmittel. Der klassische Pirschstock hat natürlich auch seine Vorteile, aber gerade in einem Blind sitzende Position wunderbar und natürlich spotten, beobachten etc. Also ich finde, ein gutes Dreibein sollte auch in einem modernen jagdlichen Setup nicht fehlen. Und hier habt ihr ein Produkt, was ihr euch auf jeden Fall einmal anschauen solltet, wenn ihr euch dafür interessiert. In dem Sinne,
Vielen Dank fürs Zuschauen und dann freue ich mich, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.